Hallo Frau George, schon gespannt auf den 16. November. Oh ja, das kann man wohl sagen. Können wir ein bisschen plaudern, so über Karin George, Entwicklung, Auftritt hier in Bad Hersfeld. Das ist schön, wenn Sie einen Augenblick Zeit für uns haben. Eine Kirche spielt ja in Ihrem Leben eine ganz besondere Rolle. Eine Ruine. Richtig. Ja, die Totenkirche in Schwalmstadt, das ist richtig, ja. Es war mal Außenspielort der Festspiele. Wir sind hier in Bad Hersfeld und die Bad Hersfelder Festspiele haben da jahrelang einen Außenspielort gehabt. Das wollten die irgendwann nicht mehr. Und da kam die Stadt Schwalmstadt, die Karin George, gefragt, kannst du die Lücke schließen? Das war so, das ist korrekt. Ich habe erst mal verneint. ja gut, da war ich Anfang 20 und dann, da ist man noch anders drauf. Also natürlich war ich durch die Musical-Ausbildung irgendwo getrillt und motiviert, aber... Klar, es ist dann schon eine Verantwortung und auch eine Hausnummer, aber gut. Das sollten wir erklären. Also, Sie haben ja noch eine Schule, Sie haben im Moment 30, kann das sein, Schüler? Ja, so ist, das schwankt immer so ein bisschen, aber so um die 30 Schüler, ja. Die haben dann die Gelegenheit, eine große Revue zu machen mit Ihnen an der Totenkirche. Kulisse, so ein bisschen wie die Stiftsruine, bisschen kleiner, okay, aber so 600, 700, 800 Leute kommen da auch jedes Jahr, ne? Ja, das ist richtig. Genau, also meine Schüler lernen natürlich dann übers Jahr im Gesangsunterricht dann überwiegend natürlich aus dem Musical-Bereich dann die Songs, die studieren wir ein, auch mit szenischer Darstellung, mit Schauspiel, mit allem drum und dran. Und dann haben meine Schüler eben einmal im Jahr dann auf diesem großen Open-Air ihre, das Erlernte aus dem Unterricht zu präsentieren. Nun will die Karin George ja selbst auf der Bühne stehen, in diesem Jahr auf Tour. Ich glaube, so rund 10 Veranstaltungen, überwiegend in Nordhessen. Eine davon jetzt in Bad Hersfeld, wir freuen uns schon drauf. Was erwartet uns hier? Was ist das Ensemble und was wird gespielt? Ja, ein buntes Programm. Natürlich, ich muss da erstmal sagen, Schildehalle ist auch der bisher größte Ort unserer Tour. Das ist schon die größte Hallenkapazität, das... Ja, und auch Bad Hersfeld, Festspielstadt, das ist schon was anderes. Aber wir sind alle hochmotiviert und freuen uns. Das Programm, was die Zuschauer erwartet, ist ein bunter Mix aus Musicals. Also wir haben zum Beispiel König der Löwen dabei, Tanz der Vampire, Elisabeth, Cats, ein ganz alter Klassiker. Wir haben zudem bei unserem kleinen Ensemble eine Tänzerin. Sie wird dann das Programm eben noch mit Tanzsequenzen unterlegen und in diesem kleinen Ensemble sind auch noch zwei meiner besten Gesangsschüler dabei, denen ich auch hin und wieder dann, wo es mal passt, die Möglichkeit gebe, sich auch mal zu präsentieren. Genau. Aber es ist auch noch jemand dabei, den wir schon bei Glöckler im Fernsehen gesehen haben, der Oswald Muselski. Der hat ja eine ganz besondere Stimme, ne? Ja, der Oswald ist unser Special Guest sozusagen. Oswald ist ausgebildeter Countertenor, stammt aus Polen, ist total abgefahren, aber super lieb. und er bereichert die Show auf jeden Fall. Also das ist schon ein Highlight, ihn zu sehen. Ich glaube, über 4 Oktaven schafft seine Stimme, ne? Ja, also er hat einen größeren Umfang als ich und ich komme auch schon hoch, aber das sind dann so schwindlige Höhen, da komme ich nicht mehr hin. Gut, ja, Frau George, ganz herzlichen Dank und wir freuen uns auf den 16. November in der Schilderhalle. Sie auch? Ja, ich freue mich auch, danke.